Es ist immer wieder schön im idyllischen Remsmurkreis. Vor allem im Dörfle des Sonnenhofs in Kleinasbach kommt mehr als nur ein Hauch von Urlaubsflair auf. Doch der Urlaub ist für die Spieler der SG Sonnenhof Großasbach schon lange Vergangenheit. Seit über 4 Wochen schwitzen die Jungs im Training. Am 28. Juli startet die Saison in der wohl stärksten dritten Liga aller Zeiten mit dem Auswärtsspiel in Jena. Und spätestens seit dem Knipsen des offiziellen Mannschaftsbildes steht auch der Kader. Mit dem Abwehrspieler Corbinian Burger, der von der zweiten Mannschaft der Spielvereinigung Greuther Fürth zum Dorfclub wechselt, ist das Team komplett. Das ist natürlich überragend. Also ich freue mich sehr, dass ich da bin. Wir haben im Trainingslager schon die Mannschaft kennengelernt und habe da schon einen super Eindruck gehabt. Vom Verein sowieso davor schon und, ja, und die Mannschaft und das ganze Team hinter dem Team, das hat den Eindruck. Und das, was ich schon wusste über die SG, hat das auch alles bestätigt die Woche. Und auch ein neuer Kapitän wurde benannt. Julian Leist, seit 2014 bei Großasbach und mit mittlerweile 217 Drittligaspielen ein echter Führungsspieler, trägt ab sofort die Binde. Es ist was Schönes, Kapitän vom Dorfclub zu sein. Ich denke, für mich persönlich wird sich weniger an meiner Spielweise ändern. Ich muss dieses Amt mit Leistung erfüllen und das habe ich auch vor. Mit einem Durchschnittsalter von 24,7 Jahren und 10 Neuzugängen geht der Dorfclub in seine mittlerweile schon 5. Saison in der dritten Liga. Da kommt es jetzt auch auf die verbliebenen erfahrenen Spieler an. Genau, ich denke gerade wir erfahrenere Spieler, ich denke an Kai Gehring, Timo Röttger oder Cibrin Binakay. Wir müssen die jungen Spieler führen. Wir sind gut zusammengewachsen jetzt in der Vorbereitung und ich hoffe, dass sich das auch auf dem Feld dann widerspiegelt. Aber die jungen Spieler scheinen schon bestens integriert zu sein und auch der Bayer Corbinian Burger, der im ostbayerischen Cham geboren wurde und lange für den FC Bayern und 1860 München spielte, fühlt sich im Dörfle schon pudelwohl. Ja, also so bin ich es gewohnt. So. Das ist ein guter Eindruck. Nee, ist schön, ja. Also da fühle ich mich wohl. Der Countdown läuft. Als Generalprobe geht es für die SG am Samstag um 15 Uhr zum VfB Stuttgart.